Du hast tolles Glitzerfee, weiß nicht, wohin es zuerst blicken soll. Freu dich. Fast wäre es hingeplumpst. Freu dich doch jetzt mal. Glitzerfee wittert irgendwas. Jetzt freu dich doch mal. Glitzerfee beäugt mit skeptischer Miene die bröckelige Decke. Oh, dein Ernst, ey. Hallo, da habe ich dich endlich entwickeln lassen, ja? Nach all dieser Zeit, die wir zusammen verbracht haben, bist du jetzt zu einer echten Schönheit geworden. Eine wahre Glitzerfee. Was ist? Du freust dich nicht? Vielleicht müssen wir einfach hier rausgehen. Vielleicht brauchst du einfach den Mondschein. Mondschein, flieg und sieg, was? Mondstein heißt das. Glitzerfee starte ich. Freu dich jetzt. Alter, dieses ganz still und starrt nach unten. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Glitzerfee. Glitzerfee. Das geht doch jetzt nicht, ey. Ich habe diese ganze Mühe, die ich mir gemacht habe, damit du dich entwickeln kannst und glücklich bist. Und dann wird das nichts. Und ich nehme jetzt einfach 3 Parts am Stück auf. Weil ich es kann und ich bin traurig. Nimm meine Feen, gib's mir gleich wieder, bitte, ja? Die brauche ich noch für meine geheimen Experimente. Nein, für Pokémon-Kämpfe, damit sie ganz doll verletzt werden. Das heißt, wir kommen noch ganz oft vorbei. Doku. Oh, bin ich behindert. Glitzerfee hat übrigens keine Attacken gelernt. Glitzerfee kann jetzt nur noch Härtner. Da unten ist die Arena. Hi. Meine Güte, was soll das nur werden? Hallo, ich will jetzt gegen euch kämpfen. Oh mein Gott, was ist hier los? Mal sehen, ob du es schaffst, unseren Pokémon Schaden zuzufügen. Sind das Geister? Dann bräuchte ich bitte einmal... Medium Gundula. Nebulak. Moment, eine kurze Frage. War das jetzt Psycho, was gut dagegen ist? Oder war das kein Psycho, was jetzt gut dagegen ist? Weiß ich gerade nicht mehr genau. Versuchen wir es einfach mal. Nee, da sitzt ja erstmal Fluch ein, dieser Penner. Das ist sehr effektiv. Gut. Nein! Mann, ich hasse es. Maybe, du sollst nicht sterben. Hör auf damit. Du wirst jetzt alle töten. Nein. Was? Nee, Sender sind so. Soll stark sein. Ja. Nee, ich weiter. Oh, ich wollte doch wechseln, aber das kann ich ja wahrscheinlich gar nicht. Horrorblick. Du verfuhtes Scheißteil. Jetzt kann ich wechseln. Pokémon wechseln. Ja, bitte. Einmal bitte zu Glitzerfee, denn Glitzerfee muss ich ja auch eigentlich entwickeln. Und dann gehen wir zurück zu Melly. Ja, jetzt kann ich dich töten. Töten. Oh, ist das schön. Ich spreche die ganze Zeit so behindert, wie so ein behindertes Kind. Und das habe ich ja schon oft gesagt. Ja, ich wechsle jetzt die ganze Zeit, weil Glitzerfee auch was Cooles erlernen muss. Und das muss es jetzt auch lernen. Aber guck mal, wie cool wäre das denn? Beide lila Gestalten gegeneinander und... Horrorblick, ja, ich liebe euch auch, meine Güte. So. Stirb. Dankeschön. Voll freundlich von dir und so. Ah, gut gemacht. Ja, weiß ich doch. Danke. Hä? Was? Oh mein Gott, es ist ein wunderbarer Augenblick. Melby entwickelt sich. Melby liebt mich so sehr, dass es bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Es will jetzt kein Ei mehr sein. Es möchte jetzt ein größeres Ei sein. Und Melby ist hässlich geworden. Oh Gott. Oh, ich könnte heulen. Dann Melby wurde zu Turgetick. Ja, das ist auch ein Tick. Ach ja, ist das schön. Es sieht da richtig behindert aus, wie so Bart Simpson, ey. Ganz ehrlich. Nur halt in einer anderen Dings. Flinkklaue wäre vielleicht gut für... eigentlich brauchen wir Melby gar nicht mehr. Wir haben jetzt Glitzerfee. Entschuldigung, ich bin so nett. Wollte eigentlich einfach nur einen Supertrank. Ja. Für Melby. Genau. Ja. Denn eigentlich musste weg hier mit euch. Was? Ich hätte nichts gesehen. Wo bin ich? Ey. Oh, ist ja gemein. Das ist ja gemein. Ist ja richtig gemein. Hallo, Omi. Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wohin du hingehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Nee, das ist, nee, ich möchte nicht mit alten Leuten reden, die mich so richtig komisch anmachen. Weißt du, Dorothea, das geht echt gar nicht. Ich meine, ja, du sitzt da mit Fackeln auf dem Boden, hast einen Apollo. Du hast einen Apollo, ist kein Problem. Also, das erinnert mich ein bisschen an Rayman. Weil Rayman nämlich auch solche Hände hat, die irgendwie auch nur rumschweben. Ist das dein, warum machst du das?
Hast du Spaß dran, dich selbst umzubringen? Ja. Glitzerfee, das würde die ganze Zeit so weiterlaufen. Es würde wirklich sich nicht mehr ändern. Denn ich meine, Glitzerfee muss sich ja auch entführen entwickeln können, ne? Lass mich jetzt auch mal Lena kurz in Ruhe. Warum machst du das denn immer? Nicht Gena, nein, ich bin so blöd. Sind sie? Nein, ich kann Fußstrahl. Fuck, fuck, fuck. Nein, wir haben alles kaputt gemacht. Wir haben alles kaputt gemacht. Dave töten. Töten, Dave. Eiszahn. Einfach so, weil wir es können. Töten. Danke. Danke. Glitzerfee erreicht. Ja, Superschall. Nur? Warum nur? Ich möchte runterfallen. Ich möchte runterfallen. Ich muss unbedingt zurück zu you know, Heili, weil nämlich, miau. Ja, das Denken setzt wieder aus. Es ist mal wieder soweit. Irgendwann ist halt dieser Zeitpunkt gekommen, wo man einfach nicht mehr kann. Und ich meine, wir haben in diesen drei Parts ist eigentlich schon ziemlich viel hinbekommen, ne? Das ist voll krass. Das war zu hoch und ich kann keine hohen Töne machen. Ich meine, ich bin ein weibliches Wesen und ich krieg's nicht hin, hohe Töne zu machen. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Das ist auch nicht so... Hi, Omi. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Ich weiß. Also ich kenne Jahreszeiten. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel miteinander durchgemacht. Und ich werde sie jetzt alle vernichten. Haha, ja. Kleopatra. Okay. Ja, wenn du meinst, es reicht, dann ja, dann ist es halt so. Melvi töten. Melvi töten. Melvi Sondersensor. Das war unfair. Melvi verwirrt sein. Melvi töten trotzdem. Ja, und Level up und tun. Haha. Siege und Niederlagen. Ich hätte bald was. Achso. Das Licht geht aus. Oh nein, liebst du mich? Ja! Glitzerfee ist hochmotiviert. Glitzerfee liebt mich. Oh, es ist schön. Schön. Nein, zu weit. Nein, ich dachte, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, es ist so deprimierend. Ich muss mich nur mal selbst in den Tod stürzen. Nein, aber nee. Eigentlich keinen Bock drauf. Hi. Nein! Oh Gott! Ich hätte gerade voll richtig hier fast einen Herzinfarkt, weil ich da runtergelaufen bin. Okay, mein vierter Versuch. Wir kriegen das jetzt vielleicht hin. Aber nur, einfach, ich bin zu ungeduldig. Ich habe keine Geduld. Hoch. Geht doch. Ja, hallo. Gewonnen. Was? Zenobia. Nee, das wird nichts. Denn ich habe immer noch Glitzerfee und Melvi würde ich auch sowas vernichten. Melvi! Oh nee. Übrigens, was ist denn Melvi? Ist Melvi jetzt irgendwie das Innere von dem Ei? Ich weiß es nicht so genau. Weil es sieht irgendwie so aus. Wo muss das Eigelb hin? Was ist das alles eigentlich? Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Glitzerfee, du musst irgendwas machen. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Nee, es hat ja noch ein Apollo, ey. Boah, scheiße. Genau. Sondersensor. Nein. Oh, hör doch auf, Mann. Oh, hör doch auf. Hör doch bitte auf. Ich mach den Fluch. Ja, das war so klar. Töten. Melvi, nicht du dich. Nein. Oh, Alter, das regt mich gerade richtig auf. Nö, Melvi, hast du es verschissen. Lumen muss ich mal wieder ran hier. Lumen, da unten. Meine Güte. Lumen, bitte einmal töten mit Donnerschock. Das ist dein Ernst. Du wirst jetzt sterben, danke. Und Pokémon wechseln, nehme ich mal zu Glitzerfee. Oh, dann kriegst du nämlich auch schon mal gleich ein Level ab. Nebulak, du scheiß Kugel des Zorns, des bösen Daseins, Lumen töten. Thank you. So, oh, hör doch auf, ich hasse Konfustrahl war richtig. Alter, wollte ich. Nee, das sehe ich jetzt mal wieder nicht ein. Nee, das ist ja echt scheiße, ja? Diese verfickten. Oh, Entschuldigung. Ja, genau, das arme Mädchen. Du bist ja auch ein Mädel. Hi. Na, wollen wir irgendwie uns zum Tee treffen oder so? Ja, nee, jetzt hast du verschissen. Lumen, dieser... Ich hasse es einfach. Alter, warum kriegen die das denn nicht hin? Du bist tot. Nee, dass sie das nicht mehr hinkriegen, mindestens einmal anzugreifen, ne? Immer muss Dave alles machen. Immer muss Dave alle töten. Warum hat Dave das jetzt nicht hingekriegt? Oh.
Erlern doch endlich mal Konfusion, bitte. Warum erlernt sie? Ich muss raus. Das wird mir hier gerade wieder zu viel. Wahrscheinlich schaffen wir diese Arena heute nicht. Das ist mir jetzt auch blöd. Egal, würde ich eigentlich sagen, was. Mutter! Kann ich reden? Hallo. Ja, du wirst es sicher brauchen. Du wirst es sicher brauchen. Wahrscheinlich eine Beere. Ja, du brauchst die mal wieder sicher hier irgendwann und so. Ich wollte eigentlich. Ja, okay. Schön gut. Ich mal wieder. Ja, meine Pokémon. Ja, ich. Natürlich kümmere ich mich gut um die. Ja, was? Futter? Nee, kriegen sie nicht. Können sie Beeren fressen, wenn sie irgendwie was finden. Oder Aprikokos, die man nicht essen sollte. Weil daraus Pokébälle geschehen. Was? Gebastelt werden, Alter. Liebst du mich? Glitzerfee zucke gemütlich hinter dir her. Gemütlich. Guck mal, es ist doch schon mal ein Liebesbeweis, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. Hi. Hallo, hallo, du musst Ness sein. Kiroya-Beere. Was? Komm bald wieder. Was ist das denn jetzt, bitte? What? Aber okay. Ich muss auch noch Dexter gucken. Ich mach die Nacht durch und guck Dexter. Ja, das ist mein Plan jetzt. Das ist mein Abend. Das ist so wunderbar. Und hier hoch, bitte. Und dann hier lang. Dann sind wir auch schon da. Vielleicht sollte ich nicht... Ach, egal. YOLO! Willkommen! Hier in Take City werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verdingsert. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier ein Eimer... Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheim trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In dieser Vision kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. kommt, hilf mir bei meinem Training. Ich muss was trinken, das hört mich sonst so blöd. Versus Jens. Mit einem coolen Schal. Weil es kalt draußen ist. Mhm. Willst du nach mir greifen oder was willst du? Oh Gott. Ja, Glitzerfee. Du kannst zwar nichts ausrüsten, aber... Ausrichten, aber versuch doch einfach mal einen Superschall. Wow, es hat geklappt. Wow, sind wir krass. Dann vielleicht einmal... Der gute Melvi. Ich komme schon durcheinander mit dem Geschlecht, ey. Na, natürlich kriegt er das hin. Sondersensor. Natürlich. Ist ja kein Problem. Ich verwirre andere. Ist ja kein Problem. Die verwirren mich. Ja, das Schlimmste, was passieren kann. Ich kann niemals wieder angreifen. Oh. Melvi einfach töten, bitte. Einfach Sondersensor drauf und töten. Ja. Du hast überlebt. Du kannst nicht überleben. Das ist unmöglich. Dankeschön. Gengar. Weiterkämpfen. Erstmal gehen darauf. Alter, da wollte mich auch einschläfern. Habt ihr das gesehen? Nee, jetzt willst du erstmal schlafen. Aber Gengar ist so cool. Was? Du bist fast tot? Was? Nee, bitte einen Trank drauf. Was? Was? Gengar war doch jetzt das stärkstes Pokémon, oder? Was? 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 Was ist Spotlight? Was? Zieht Aufmerksamkeit auf sich, Gegner greift nur an. Nee, das will ich nicht haben. Nee, das will ich nicht. Alpollo. Komm, das macht jetzt einmal bitte Lumen. Ich habe Bock auf Lumen. Lumen! Töte ihn. Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an einen Sieg. Ich frage mich, warum die eigentlich niemals ein Dings einsetzen. Hier ein Beleber oder so. Das ist eigentlich voll komisch. Aber ich habe doch viel härter trainiert als eine andere. Übertragen. Oh nein, stirb doch. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Ja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Passiert halt, ne? Dann heilen wir uns mal eben schnell. Denn ich habe Bock drauf. Ich möchte nämlich mal mit Lumen wieder einen coolen Kampf gewinnen. Nachtnebel. Und dich selbst verletzen. Ja. Und wenn wir jetzt nicht treffen, dann... wir werden sterben. Doch, wir haben gewonnen. Ja, Lumen. Level up. Ja, Lumen. Feines Kind. Feines Kind. Lumen versucht Ladevorgang... Moment. Ja, was ist das? Lädt Energie für die kommende Elektroattacke auf. Erhöht die Spezial... Nö, will ich gar nicht haben. Nee. Ich verstehe das einfach nicht. Ich auch nicht. Das war ja echt unfair.
Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals. Aber gut, hier, nimm das Ding da. Phantomorden, oh, das ist ja cool. Phantomorden klingt richtig gut. Das ist ja eigentlich ein Wasserfall. Mit den Phantomorden gehorchen die Pokémon bis zu einem Level von 50. Ja, aber es ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacken Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt nimm bitte noch das hier. Ich glaube, das hast du nicht mehr eingesetzt, oder? Horrorblick? Damit findet sich Spukball, nö. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei deinem Gegner, sondern senkt auch deine Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Und ich werde jetzt sterben. Ich würde runterfallen. Ich wollte hier runterfallen. Runterfallen. Yay. Teleportation. Wie geht's dir? Hier, was mache ich hier? Es hat nicht aufgepasst, wo es hinläuft und rumpst in dich hinein. Oh, ey. Hör auf, mich anzurumpsen. Haha. Kann ich jetzt speichern gehen und mich heilen? Darf ich das tun? Darf ich jetzt endlich aufhören nach einer Stunde Aufnahme? Ja, ist das in Ordnung? Okay. Ich bin so müde gerade, ey. Ich glaub das gar nicht. Alter. Ja, ich will meine Pokémon ein bisschen leveln. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich speichere erstmal schnell. Nee, doch nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.